Herzlich willkommen in Mini Herford. Take 1. Weil wir finden, dass das i-Tüpfelchen noch fehlt. Und weil wir wollen gerne noch ein paar Sachen verändern. Take 1. Einerseits verfolge ich zum Beispiel das Ziel, billigere Streetfood anzubieten. Durch viele Bürgerbeschwerden, die sich über das teure Essen beschwert haben. Außerdem finde ich auch, dass es einen Lieferservice für Essen geben sollte. Take 1. Also, wir wollen die Stadt verschönern. Ja. Wir wollen, dass alle ihren Führerschein machen können. Alle dürfen mitentscheiden. Und für schwere Arbeiten gibt es mehr Lohn. Und für die Burger, die kosten ja 10. Also das zu halbieren für 5. Wir stehen für farbenfrohe Häuser. Ich heiße Pascal. Wie macht man einen Führerschein? Also einen Führerschein macht man, indem man zu mir kommt. Da muss man 5 Hansa dafür bezahlen. Dann wird dem Kind, der einen Führerschein machen will, dem werden erst die ganzen Fahrschilder gelehrt. Also dann werden dem erklärt, wie die ganzen Fahrschilder heißen und was sie bedeuten. Und dann muss man einen kleinen Theorietest ablegen. Wenn man den bestanden hat, muss man 2 Runden ohne Fehler fahren und die Schilder beachten. Dann hat man den Führerschein auch schon geschafft. Morgen ist ein schöner Tag. Es wird bis zu 26 Grad und es wird auch klar sein. Habt viel Spaß. Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Ulrike Wanke. Wie sind Sie auf die Idee von Mini Herford gekommen? Ich habe das Projekt in Süddeutschland gesehen und habe Leute gehört, die davon erzählt haben. Und ich fand das so toll, dass ich das dann auch machen wollte. Wären Sie selbst gerne Bürgermeisterin? Ob ich Bürgermeisterin wäre, aber ich hätte gerne eine Kinderspielstadt mal mitgemacht. Wie läuft die Bürgermeisterwahl ab? Die Bürger und Bürgerinnen kommen und geben ihren Bürgerausweis. Kannst du mir den einmal, kann ich das einmal zeigen? Dann gibt es da eine Stelle, wo Wahlbescheinigung steht, und die Bürger geben ihren Bürgerausweis ab. Dann wird an die Stelle mit dem Mini-Herford-Stempel ein Stempel gemacht und die Kinder bekommen ein Bonbon. Und dieses Bonbon nehmen sie dann mit zu der Wahlkabine. Und in der Wahlkabine finden sie die Wahlurnen der unterschiedlichen Kandidaten. Wir haben da die Bilder der Kandidaten nochmal hingelegt und dann werden noch die Namen dazu geschrieben. Und dann kann man sich aussuchen, welchen Kandidat man wählt oder welche beiden Kandidaten. Und an der Stelle wirft man dann das Bonbon entweder hier oder vielleicht doch hier. Man muss sich für einen entscheiden. Und dann ist es weg und dann geht man hinten durch die Tür wieder raus. Also es ist eine geheime Wahl. Keiner guckt dabei zu, so wie jetzt. Sondern die Kinder machen das alles unbeobachtet. Also, nach etwas längerer Zeit werden wir den Bürgermeister und die Bürgermeister zwei bekannt geben. Und zwar Heidi und Ode. Hallo Kylie und Ole, ihr seid ja jetzt Bürgermeister geworden. Ja. Und was sind jetzt so eure Ziele? Dass die Stadt halt ein bisschen bunter wird, also dass die jetzt angemalt werden oder so. Von den Stadtwerken und dass man, wenn man jetzt einen neuen Betrieb aufmacht, ein bisschen Startgeld bekommt.
wir haben im Moment nur erst zwei und durch den Stadtrat, die werden auch bestimmt noch gut, ganz gute Ziele haben. Und dann können wir zusammen die Stadt schöner machen. Wer bist du? Ich heiße Yannick. Wie gefällt dir Herford, Billy? Gut. Was machst du so den ganzen Tag hier? Ich lerne den Kindern Fahrzeuge zu fahren. Also arbeitest du sozusagen bei der Fahrschule? Ja. Wer bist du? Ich bin Greta. Wie gefällt dir Mini Herford? Also mir gefällt Mini Herford sehr gut. Wo arbeitest du? Ich arbeite da vorne bei der Tropical Bar. Macht dir das Spaß? Das macht mir sehr Spaß. Wir haben im Moment auch ziemlich viele Kunden und nehmen auch ziemlich viel ein. Okay, danke schön. Hey Benny, wie ist das Wetter morgen? Morgen zieht eine dichte und große Wolkenfront vom Süden auf uns zu. Dies verursacht einen dauernden Schnee und einen Temperatursturz von 25 Grad. Was? Doch nie im Leben bei diesem Wetter heute? Doch. Das kann doch nicht sein. Aber meine Wetter-App sagt, dass es morgen einige Wolken geben soll und die Sonne sich dauerhaft eigentlich zeigt. Außerdem sind morgen bis zu 27 Grad Celsius aha drin. Naja, voll die geilen Sommertemperaturen. Juhu! Und was gefällt dir in Mini Herford besonders? Also, man kann einfach vieles nachmachen, was im realen Leben ist. Und ja, man kann Geld verdienen und so. Also, das, ich finde es cool. Also, ich finde Mini Herford toll, weil es hier viel zu tun gibt und man nie irgendwo alleine sitzt. Und man, ich finde das auch toll, dass man sich hier selber Essen kaufen kann und dass die Leute hier so nett sind. Ja, also, ich finde das echt toll. Und was ist dein Lieblingsjob? Also, ich muss sagen, in der Holzwerkstatt ist mein Lieblingsjob, weil man da einfach frei Sachen machen kann und ich finde es halt ganz toll. Okay, das ist doch ein toller Job. Wir freuen uns, Sie in Mini Herford begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Ah, finde ich gut. Mensch, danke schön. Also mein Name ist Ralf Rebe, ich bin der erste stellvertretende Bürgermeister von Herford und freue mich, heute bei euch zu sein. Wie gefällt Ihnen Mini Herford? Es ist ganz toll hier. Es ist alles richtig wie eine richtige Stadt. Würden Sie gerne Mini Herford Bürgermeister sein? Naja, der Mini-Bürgermeister der Mini-Stadt, der hat mehr zu tun und mehr zu sagen als der stellvertretende Bürgermeister. Was finden Sie an Mini Herford gut? Was ich gut finde, ist vor allen Dingen, dass ihr alles so kreativ aufgebaut habt. Ihr habt ein Krankenhaus gemacht, ihr habt eine Bank aufgebaut, ihr habt alles so, wie es wirklich in der Stadt ist. Okay, wie würden Sie dieses Projekt unterstützen? Wie soll ich das unterstützen? Also ich werde mich dafür einbringen, dass das nächstes Jahr wiederkommen kann. Okay, vielen Dank für das Interview. Gerne geschehen. Wer bist du? Mein Name ist Marc-André Hirsch.
Aha, wo arbeitest du? Am Deutschen Roten Kreuz in Herford. Was machst du hier und was zeigst du den Kindern? Ich habe euch eben gezeigt, was wir für Materialien dabei haben und würde gerne mal zeigen, wie unser Fahrzeug aussieht, aber erst möchte ich was essen. Okay, danke. Was machst du hier eigentlich und gefällt dir Mini Herford? Also wir machen hier am Vormittag machen wir hier Früchte, Erdbeeren und so Spieße. Und nach dem Mittagessen gibt es dann Süßigkeiten. Das hört sich ja sehr lecker an. Ich habe nämlich auch schon was probiert. Danke für das Interview. Dankeschön. Apfel. Wunderbar, dann finde ich das ganz toll. Schönen Dank erstmal. Tschüss und auf Wiedersehen.